Okay, Leute, jetzt gucken wir mal ein wenig in die Kommentare, Leute. Erstmal Unge, sehr schön gemacht, Lea. Ja, moin, wahrscheinlich Unge. Leute, ich habe niemals gedacht, dass dieser Tag mal kommen wird. Heute mache ich etwas, wo ich wirklich sehr aufgeregt drüber bin. Ja, wie gesagt, Leute, heute eine kleine Reaction, aber nicht nur irgendeine Reaction, Leute, sondern werde ich heute auf ein ganz altes Video reagieren. Und zwar nicht von mir, sondern von meiner Schwester, Leute. Beziehungsweise von mir produziert. Wir haben früher so aus Spaß so Videos gemacht, darunter auch einige Musikvideos, Leute. Leute, wer meine Vlogs kennt, ich bin ein sehr durchgeknallter Dude. Heute machen wir mal so ein kleines Reaction-Video. Warum dieses Thema so witzig ist, ist, ich habe auch ein Musikvideo abgedreht. Leute, ihr hättet nicht gedacht, ich werde hab euch doch gesagt, ich werde es irgendwann mal machen. Ja, wir fragt euch jetzt, wann das kommt, ne? Da ist der Haken, Leute. Das Video ist schon online, Leute. 5 Jahren oder so. Und es ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Sogar, Leute, das ist jetzt wirklich kein Witz. Ihr könnt es mir glauben oder nicht. Ich kann es euch, glaube ich, sogar gleich zeigen. The Voice Motherfucking Kids hat mich danach angeschrieben, hat gefragt, ob ich zu den Blind Auditions kommen will. Ich war nicht so schlecht im Singen früher tatsächlich. Ja, hier ist das Video, Leute. People Help the People Cover Moritz 11 Full HD. Da mein Gesicht. Und es ist sogar noch urheberrechtlich eingeschränkt. 2000 Leute haben das Video sehen können. Darunter 40 Dislikes. Und 81 Likes, Leute. Darauf reagieren wir aber heute nicht. Wenn ihr das aber sehen wollt, Leute, es ist jetzt wirklich komplett geisteskrank. Ich weiß nicht, ob ihr das schaffen könnt. 10.000 Likes auf dem Video, Leute. Dann mache ich das, Leute. Das ist echt heftige Überwindung für mich. Also, wenn ich das muss ich... Oh Mann, 10.000 ist eigentlich zu niedrig angesetzt. Egal, Leute. Heute, wie gesagt, reagieren wir auf das Video von meiner Schwester. Und ich würde sagen, ich fand das Video echt cool. Meine Schwester kann gar nicht mal so schlecht singen. Wir haben das früher mit meinem Vater zusammen produziert. Der hat so ein kleines Musikstudio. Und wir haben das Video Big Bang genannt, Leute. Ich gebe das mal ein. Nicht falsch verstehen, Leute. Das Video, meine Schwester war früher extremer Bibi und Tina-Fan. Und ja, da gab es halt dieses Lied hier. Und das hat sie halt einfach dann mal sozusagen nachgemacht. Sozusagen einfach mal gecovert. Und wir haben auch ein Musikvideo dazu gedreht. Leute, aber für sowas setze ich meine pinken Kopfhörer auf zu diesem heutigen Anlass. Das war ein Witz, ne? Okay, ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz ins Original rein. Ich darf natürlich immer nur ganz kurz abspielen, Leute, sonst bekomme ich einen scheiß Copyright-Claim. Ich werde immer nur so 10 Sekunden Abstände machen, dann wieder reden, also nicht wundern, Leute. Gut, gucken, hören wir uns mal das Original an. Ich liebe Bibi und Tina. Voll der Ohrencatcher, Leute, wirklich, also... Scheiße, ich habe mich noch daran erinnert, wo die das alle früher gesungen haben. Und dann dachte ich mir, ey Lea, lass uns doch mal ein Musikvideo abdrehen. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist richtig cool geworden, Leute. Das Video hat kein Hate verdient, also ohne Scheiß. Erstmal, Leute, der Kanal von meiner Schwester heißt Hey Horse. Voll kopiert. Wir gehen einfach mal auf den Kanal und ich hoffe, das Video ist noch online. Sonst muss ich mich mit ihrem Kanal einloggen und das ansehen. Tatsächlich ist das Video offline. Okay, dann muss ich mich kurz mit dem Account meiner Schwester einloggen. Sneaky Hey Moritz loggt sich mit dem Kanal seiner Schwester ein. Leute, ihr seht auf jeden Fall, meine Schwester kennt sich gut aus mit YouTube, enthält urheberrechtlich geschützte Inhalte, enthält urheberrechtliche Upload-Fehler, Dateiverarbeitung nicht möglich. Leute, egal, darum geht's jetzt einfach nicht. Wir suchen das Video bitte. Ja, da ist es weltweit gesperrt. Also, Grüße gehen raus an meine Schwester, weltweit gesperrt, Leute. Das 40.000 Aufrufe hatte das Video. Alter, what's up, man? Leute, also laut Zitatrecht darf man 10 Sekunden lang ein Video anlassen und dann darüber kommentieren als Kontext. Deswegen, Leute, darauf beziehe ich mich jetzt. Wer sperrt mich weltweit, Leute? Gut, Big Bang Video, Bibi und Tina, Musikvideo, Leas Live-Vlog hieß sie tatsächlich früher. Okay, Leute, und jetzt geht es einfach los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ich bin gespannt, Leute. 40.000 Aufrufe, das war tatsächlich, meine Schwester war tatsächlich früher erfolgreicher als ich, Leute. Warte mal, ich bin gerade mit dem Account meiner Schwester eingeloggt und das hat ein Like. Sie hat sich selbst geliked, ja. Schön Eigenwerbung hier gemacht. Kata Moritz 12324, so hieß ich tatsächlich früher. Okay, genug mit dem Cringe, es geht los, Leute. Huh, da sind die anderen. Halt mein Kopf zu, ich will shit. Direkt am Anfang, Leute. Was war das? Halt dir mal den Kopf zu, ich will chillen. Das war tatsächlich. War das wirklich in den Lyrics drin? Wie? Okay, das steht da leider nicht drin. Okay. Aber Leute, das war wirklich kein Autotune, Leute. Kein Upper Red Everyday Saturday, Leute. Sie hat das wirklich alleine gesungen. Ich bin da tatsächlich ein bisschen stolz drauf, Leute. Also ich finde, das ist wirklich nicht schlecht geworden. Man sieht es auch an den Bewertungen, die gar nicht mal so schlecht sind. Hätte ich nicht. Leute, kennt ihr diese Videos von so kleinen Kindern, die halt wirklich so Sachen hochladen und das irgendwie so 10.000 Dislikes bekommen? Also wirklich überraschend gut. Das beste Kaugummi schmeckt bitter, wenn man zu lang darauf kaut. Schick den Regen in die Wüste, setz deine Sonnenbrille auf. Let's go, Leute!
Ich habe mir meine Sonnenbrille aufgesetzt. Leute, was ich auch extrem witzig finde, ist, wie sie einfach die Sonnenbrille nachmacht. Sonnenbrille auf. Besser bist du voll daneben, als gar nicht erst ab. Leute, aber ohne Scheiß, die Videoqualität war echt nicht schlecht, Leute. Ich war da 11 oder so. Und, nee, 11 war ich nicht. Ich war da... Mathe! Ich war da 12, glaube ich. Und Lea war dann, glaube ich, erstmal, keine Ahnung, Digga, 9 oder so. Alter Junge, nicht schlecht. Also wirklich, ich finde es echt cool geworden. Ey, komm endlich aus dem Knick. Yeah, yeah. Und beweg dich mein Stück. Lass die anderen. Yeah, yeah. Ich finde auch diese Effekte die ganze Zeit so geil, dieses hier. Weiter chill. Yeah, yeah. Wie gesagt, ich darf mir leider das Video nicht ganz anhören, deswegen skippen wir einfach mal zum Refrain. Glück, gute Reise und viel Glück. Aber Leute, die Tonlage ist eigentlich getroffen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt, meine Freunde. Also für das Alter echt nicht schlecht. Vor allem auch einfach, dass sich zu trauen, sowas hochzuladen. Leute, 40.000 Aufrufe. Alter, krasser Scheiße. Aber ich find's auch einfach geil, wie sie auf diesem Baum sitzt. Was ist so voll verkrampft, dieses Bein da drüber. Voll verkrampft, dieses Bein. Und das, an dem Tag war es auch noch, glaube ich, richtig windig und so richtig regnerisch. Das sieht man gar nicht an dem Blick so. Okay, ich würde sagen, jetzt hören wir, skippen wir mal in den Refrain rein, Leute. Zufall, yeah. Hier kommt der Big Bang. Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Was war das, Alter? Big Bang. Halle mal den Kopf zu, ich will chillen. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich, echt nicht schlecht gemacht. Und jetzt, gleich kommt noch eine richtig geile Szene. Und zwar sind wir dann im Longboard gefahren. Und ich habe so gesagt, du musst Fullspeed fahren und dabei singen. Okay, und das sah dann ungefähr so aus. Ja. Was Neues an. Leute, ich bin gerade irgendwie so happy, dass wir sowas früher gemacht haben, weil einfach so, das kann man einfach immer noch vorzeigen, das ist immer noch nicht schlecht und vor allem diese Happy Energy da drin, ich mag das Lied wirklich, also echt nicht schlecht. Leider könnt ihr euch das nicht mehr angucken, weil, Leute, gesperrt weltweit, RIP. Okay, Leute, jetzt gucken wir mal ein wenig in die Kommentare, Leute. Erstmal Unge, sehr schön gemacht, Lea. Ja, moin, wahrscheinlich Unge. Ich finde, es hört sich mega cool an, was dagegen sagen, ist dumm und haben keinen Geschmack. Einfach mal direkt die Meinung generalisieren, so muss das. Voll cool, mega geil, toll. Übung macht den Meister, ja, du singst voll gut, du singst echt gut, richtig cool. Leute, wirklich nur Positives, ich bin da echt krass, krass überrascht von. Oh, hier ist was Negatives, du bist so scheißen. Eigenlob stinkt, meine Freunde, aber ich muss einfach mal sagen, Leute, die Effekte in dem Video sind da wirklich Premium. Okay, ich halt mein Maul. Ich halt mein Maul. Ich darf euch leider nicht das ganze Lied zeigen, aber wir haben bestimmt ein wenig reinhören können. Also ich fand das Video war echt nicht schlecht gemacht. Was haltet ihr von dem Video? Schreibt unten in die Kommentare, Leute. Echt? Also wirklich, ich hatte davon früher einen Ohrwurm von meiner eigenen Schwester. What the fuck is going on? Ich halt mein Maul. Leute, es ist natürlich nur fair, dass wenn ich das jetzt von meiner Schwester zeige, dass ich auch irgendwann mal mein eigenes Musikvideo zeige. Finde ich auf jeden Fall. Und deswegen machen wir das auch. Aber natürlich erst bei 50 Millionen Likes. Leute, bei 10.000 Likes werde ich dann mein eigenes Video zeigen, Leute. Ich gehe mal kurz auch nochmal auf Privat und zeige euch das, dass ich hier keine Witze mache, Leute. Hier ist das Video People Help the People Cover Moritz 11. Ich war 11, Leute. 2014 entstanden. Ich klicke mal ganz kurz drauf. Okay, Leute, das war's dann auch schon von dem kleinen Trailer. Leute, wenn ihr Bock habt, dann lasst 10.000 Likes da und dann zeige ich euch das Video. Und vielleicht mache ich ja dann nochmal ein neues Video. Wie gesagt, Leute, meine Stimme ist gar nicht mal so kacke. Ich habe tatsächlich sogar früher mal Gesangsunterricht genommen. Also, wenn ihr wirklich Bock habt, dass ich mal ein Musikvideo mache, dann mache ich das auf jeden Fall mal. Ich bin echt gespannt, ob das was wird, Leute. Aber bis dahin würde ich sagen, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da, Leute. Wir haben kranke Sachen in der nächsten Zeit geplant. Und zwar werden wir XXL fette Sachen machen, Leute. Also wirklich, wer meinen Kanal kennt, Leute, ihr wisst, dass einfach nur verrückt werden kann. Und zwar, Leute, etwas mit Helium. Das wird auch mega nice. Kommt in den nächsten Tagen online, also seid auf jeden Fall gespannt. Haut rein, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das jetzt sofort. Joint der besten Community der Welt, der... Jetzt sofort abonnieren, Leute. Lasst auf jeden Fall auch ein Abonnement bei meiner Schwester da. Hey Horse, sie macht momentan so extrem unregelmäßig Videos. Aber ist ja auch egal. Haut rein, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Take it easy, fam! Schaut mir oft gerne auf Instagram vorbei. @dashaymoritz. Ich habe da echt coole Bilder gepostet. Meiner Meinung nach echt ganz geile Bilder in letzter Zeit online gekommen. Also Leute, haut rein, wir sehen uns auf und ciao! Ach du Scheiße. God knows what is hiding. Digga.